So, ich bin hier auf der Astrid Lindgren-Ausstellung. Es gibt gar keine bessere Ausstellung. Hier ist mein Pferd, also da bin ich jetzt von natürlich von zu Hause hergeritten. Normalerweise trage ich das auf der rechten Schulter, so wie Pippi. Und Sie können hier alles sehen. Sie können die Geschichte von Astrid Lindgren sehen. Sie können jegliche Geschichten verfolgen. Also ihr könnt alle Geschichten verfolgen. Ob das jetzt Michel aus Lönneberger ist oder auch hier, der eigentlich früher Emil hieß. So, aber bei uns heißt er halt Michel. Ja, und trotzdem ist die Geschichte wunderbar. So, und so kann man auch mit allen Stieren, ne? Für alle was da. Und malen kann man auch, man kann sich Bücher lesen, am besten Bücher lesen, ist mal ganz wichtig. So, man nimmt sich jetzt einfach mal ein Buch raus. So, was habe ich denn gerade? Ich will auch Geschwister haben. Ja, also ich habe genug Geschwister. Nee, ne. So, dann stellt man die mit dem Buch hier hin. Ne? So, und kann Puzzle machen zum Beispiel. So, was hatte wieder jemand was reingelegt? Mensch. So. Und dann kommen wir natürlich zu der historischen Teil. Wie sah es da aus? Wo hat Astrid Lindgren gelebt? So, wo war sie zu Hause? In Smallland, so, das ist zum Beispiel ihr Haus gewesen. So, und ganz viele Interviews auch mit Astrid Lindgren. Also, schöne Ausstellung gibt es nicht. Ich bin Peter Lohmeier und genieße das jedes Mal, egal wo die Ausstellung von Matthias Blum wieder aufgebaut wird.